Geht ihr dahin? Dann können wir nämlich beide. Ja, okay, das war also auch so gewollt. Ist doch schön. Gut, dann haben wir jetzt Offizier 5 getötet. Sehr schön. Und dann können wir, ja gut, also Imcheck hier, den hauen wir einfach mit Hayato weg, würde ich sagen. Obwohl, was macht ihr denn da? Ihr guckt euch einfach nur an. Gut. Ah ja, jetzt hätte ich auch einfach hochgehen können, oder? Let's make some noise. Ja, quiet. Längst ihn einfach mit. Ein Schüss-Taco. Got it. Move like water. Okay. So, dann hätten wir das hier auch geschafft. Der kommt doch auch hier runter. My blade is showing. Sehr schön. Gut, die Frage ist also, was können wir hier machen? Wir sind ja nur die Zivilisten, die stören uns doch eigentlich nicht. Was hat's denn mit den... Was hat's denn hier mit den Eiern auf sich? Oh. Was hat's denn da mit den Eiern auf sich? Die Eier wollen wir mal gucken hier. Kommen wir da überhaupt hoch? Gut, wir drehen mal. Hier kommen wir runter, da kommen wir runter und hier kommen wir runter. Okay. Nicht, dass uns das irgendwas bringen würde. Probieren es mal. Wie weit kannst du denn da gucken? Ah ja. Ochsen. Dangerous if provoked. Why not make use of that? Don't hurt him. The ox? No. He just needs a little poke. Ah ja. Na gut, okay, den können wir ja hier, könnten wir ja rein theoretisch mit. Obwohl, der stört. Wo ist denn der Ochse hier? Welche? Ach, die hier, oder? Sind das die Ochsen, oder? We're losing time. Aha. Verstehe ich nicht. Verstehe den Sinn gerade nicht hier. Chloe there. I can't go there. Chloe there. No use waiting. Let's get going. Don't see a way. Too hard. Okay. Gut, normale Kameraperspektive wieder. Gut, dann sind wir jetzt hier unten. Was hat's denn hier mit den... Kann man... Also, warte, oh, H? Nee. Okay, die Eier kann man gar nicht... Okay. Tu ihn nicht weh. Was passiert denn, wenn ich... I'm going in. Passiert aber? No noise. Oder welche Ochsen meint sie? Ach, den da... Ach, die hier wahrscheinlich. Ah ja, okay. Vielleicht könnte man die mit dem Stein. My blade is sharp. Wartet mal. Wie kann man die mit dem Stein irgendwie. Move, have to take a shortcut. Kaputten. Quiet. Wartet mal. Yoji Kakore. Ah, da können wir doch niemals. Können wir da. Ach, hier ist ja auch noch einer, oder? Das ist cause a distraction. Move like water. Aren't you a bit too good at this? What do you mean? Never mind. Want to go? Did you know what's that? It can't be. Shuriken jutsu. I'm going in. Mine. Quiet. So, der Ochse hat ihn also kaputt gehauen. K.O. getreten, toll. Sehr schön, gut. Frage ist, siehst du den da hinten? Move like water. Quiet. Okay. I'm going in. Mach die mal weg hier. Quiet. Why are you hiding? I can't go there. No noise. Mhm.
Jetzt kommen die rüber. Jetzt haben wir natürlich Alarm ausgelöst. Okay, egal. Move like water. Pack die mal dahin. Quiet. Are we going? Oh, that's easy. Wo warst Let's du get da going. Unten? No noise. Okay, jetzt kommst du dahin. I'm going in. Always ready. Boah, vier sind natürlich heftig. Here. Move like water. Aber wir sind ja hier sehr, sehr beweglich und deswegen. Ah, jetzt habe ich gespeichert, ich Trottel. Nothing here. Nothing here. Da kommen wir nicht rein. Naja, gut. Okay, die sind sowieso alle tot. Mal gucken, wie intelligent die sich anstellen. Also einen großen Radius suchen sie ja jetzt aktuell nicht ab. Nobody here. Back to your posts. Aha. Ja. Ja, schade. Finde ich ein bisschen schade. Auch hier scheint die KI also, ich sag mal, marginale Fortschritte gemacht zu haben. So, aber soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir wollen nicht zu viel mäkeln. So, jetzt ihr beide. Euch können wir ja. Was habe ich denn dann gemacht? Hab ich da aus Versehen den Shadow Mode aktiviert? I'm ready. Ich will den. Ach, eigentlich widerstrebt es mir. No use waiting. Eigentlich widerstrebt es mir immer. Okay, der sieht es. Der sieht hier. Also mir widerstrebt es eigentlich, Zivilisten hier umzugeben, umzubringen. Allerdings sehe ich jetzt hier auch keine andere Möglichkeit. Also, wir wollen ja jetzt hier auch mal relativ smooth hier durchkommen. No noise. I'm going. Should he move like this is mine. Quiet. No noise. So, bringst du ihn mal hier hinten hin. Wahrscheinlich gibt es da wirklich noch für ein. Achso, kann ich auch mit Q? Ah, mit Q und E kann ich auch drehen. Ah, und genau um 45 Grad. Gut. So, packst du den da hin. Warten wir mal hier. Quiet. So. Dann. Okay, wir müssen ja hier auf jeden Fall rüberschwimmen. Aber die beiden Zivilisten gehen natürlich hier übelst auf den Pinsel. Time to move. Zwei. Was machen wir damit hier? Die Frage ist, kann ich die. Oh, kann ich die. Skill over numbers. I'm ready. Frage ist, kann ich die auch einfach abmuxen? No noise. I'm going. Are you. Ja, quiet. Kann ich. I'll take. Move like water. No noise. Being attacked. Ach komm schon. Don't see how. Yeah. Shoot again. Ah ja, ein bisschen improvisieren müssen wir auch. Gut. Move like water. Legst du den einfach hin. Ja, okay, wir haben jetzt ein bisschen. Was passiert hier? G. Heil 3 Punkte Schaden. Wir haben ja auch nur 3, oder? Ich denke mal, dass das hier ein Punkt sein soll. I'll patch that up. Okay. No use waiting. Eins. Bandages here. Heil dich mal selber. Ja. Doesn't look too bad. Alles klar. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Der hier oben, der wackelt ja immer hier hin und her. Wo ist er denn hier? Ach nee, den haben wir ja schon. Ah, sehr schön. Den haben wir ja schon. My blade is kaputtet. Gut, dann können wir uns jetzt hier frei bewegen. Wir hauen den hier. Got it. Quiet. So. Oh, die da hinten wären ein bisschen tricky. Aber wir müssen ja sowieso nur 4 umbringen. Nee, let's get to work. Nee. Leg den mal da ab. No noise. Okay. Gut, dann hinhocken. Okay, wir müssen hier lang. Wie weit? Oh, du kannst so weit gucken, ey.
Ist denn mit dir nicht in Ordnung? Quiet. So, dann kümmern wir uns erstmal da links oben. Dann gehen wir hier hin. Schön Wassersprung. Ja, die haben schon eine ganz gute Blickreichweite, die Jungs. Also sie sind nicht blind. Was ist das hier? Ein Gnubbel. Okay, jetzt könnten wir... Ach, die pennen, oder was? Die pennen, wir können hier hoch. Are we going? Calm, focus, no noise. Den hier erstmal. Move like should he. This is mine. No noise. Oha. Quiet. Oh, der war knapp. Move like water. Okay. Er ist ein bisschen aufmerksam geworden, aber hat gerade noch so gereicht. Haben wir Glück gehabt. Gut. So. Ach so, du pennst jetzt da. Blöde ist, ich will die Zivilistin jetzt nicht immer hier abmurksen, aber mir wird nichts anderes übrig bleiben. Aber jetzt könnten wir rein theoretisch den einfach so abmurksen. Das machen wir auch. Wir können ja hier ins Wasser. So. What is taking so long? Move like water. Hierhin. Wir speichern. Und dann können wir den. Ah, da oben ist auch noch einer. Okay. Kommt der her? Ready. Cutting wheel. Ach. Ich hätte beinahe gesagt, das böse F-Wort. Okay. Okay. Das war natürlich bad timing. Yoji Kakore, I'm going in. I heard something. Shuriken, ready. Cutting wind. Das klappt so nicht. So, gut. Yoji Kakore. Ach Mist. Ich wollte den eigentlich ab. Okay. Are you sure? No noise. Schnell! Yeah. Oh, gut. Glück gehabt. Dann können wir nämlich den hier oben relativ easy ausschalten. Quiet. Wenn der hier um die... Ach, nee. So einfach dann wohl doch nicht, ja. Toll. Ja, das nervt immer ein bisschen. Was ist denn, wenn die beide weg sind? Den ablenken, umbringen und dann einfach... Ja, dann sollte das doch hier eigentlich ein Kindergeburtstag sein, der Rest. Wie viel brauchen wir denn eigentlich noch? Einen noch. Einen Offizier brauchen wir noch. Aha. Ach nee, den kann ich ja auch da um... Ah ja. Könnt ihr jetzt hier auch einfach lang schwimmen, hier hinten hin. Und den dann dort umbringen. Aber... Machen es uns einfach ganz, wir machen es einfach ganz billig. Let's make some noise. Ich weiß, der lässt sich eigentlich gar nicht so. I'm going in. Should it? Four down. Four flags. What now? Now we have to signal Mugen at the statue. Who's Mugen? Wait and see. Er war knapp. So, jetzt haben wir die vier erledigt. Sehr schön. Was ist das denn hier eigentlich? Ach, dann rollt der Wagen wahrscheinlich runter und überrollt die beiden. Okay, gut. Naja. Aber was wir hier nochmal machen wollen, ist, wir werden den hier hinten nochmal überraschen. Ich will hier... Nein, halt, halt, halt. Der uns da? Ne, dürfte eigentlich nicht. Shuriken, ready. Naja, gut. Nicht elegant, aber erfüllt seinen Zweck. So, dann F5.
Was passiert denn? Ach nee, das, oh nein! Ich trottel. Ja, okay, das war jetzt nicht so... Ja, okay, das ist ein bisschen unrealistisch, Mädels. Wo sind denn die jetzt rausgekommen? Die sind jetzt also alarmiert, okay? Und wo ihr seid jetzt? You see the wagon there? The one with the cannons. Oh, the wagon's wheels are blocked. Jetzt habe ich die beiden an der Backe. Then we should remove those brakes. Aha. Na gut, dann könnten wir die beiden so. Könnten wir sie? Weiß es nicht. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen dumm gelaufen. Aber wir probieren mal aus, was hier passiert. I'm going in. Move like water. Wie weit kommen die denn da vor? Ah ja, okay, gut. Ja, jetzt haben wir uns hier selber ein kleines Problem geschaufelt, weil die uns hier immer beglubschen. Das nervt ein bisschen. Dann gehen wir mal hier, hüpfen wir mal ins Water. You see the wagon there? The one with the cannons. Oh, the wagon's wheels are blocked. Ja, ich weiß, aber... Then we should remove those brakes. Können wir den auch schieben? Ach nee, das heißt einfach nur dahin laufen. Ah, okay. Oh ja. Was soll das denn wissen? Gut, so. Gut, dann schwimmen wir jetzt mal hier hin. Versuchen hier mal die beiden Hansos da. I'm going in. Move like water. Die Frage ist, müssen wir die beiden überhaupt kaputt machen? Wir müssen jetzt hier, lass mich mal, töten die vier Offiziere. Um die Verteidigung des Konvois zu schwächen, ja, gibt das Signal. Lass Hayato sich im Gebüsch nahe der Statue verstecken, um Mugen das Signal zu geben. Ja, gut, das kriegen wir da hin. Kriegen wir da hin hier. Ja. Ist das hier? Ja. Die gucken sich nur an. Ja, mal gucken. Vielleicht reicht es ja schon, wenn wir uns hier dann einfach... Quiet. Och nee, du bist doch ein... Du bist doch ein Nappel, ja. Die beiden nerven übelst. I'm going in. No noise. Okay. So, und jetzt? Ach, ich muss hier in das Gebüsch. Wie soll das denn gehen? Wie weit könnt ihr denn da blicken? Ach, das ist natürlich... Ach, ich hasse das. Mann. Let's get going. Ja, jetzt haben wir hier natürlich eine kleine Nuss zu knacken. Das ist wohl so. Was ist denn, wenn wir den einen einfach töten und den anderen mit dem Dolch? Das heißt, dann müssten wir die Dings hier hinlegen. Das wäre halt ein Nahkampfangriff. Mal gucken. Also der eine müsste ja auf jeden Fall dahin. Also einer von denen ist tot, definitiv. Und der andere, wenn wir jetzt den hier einfach dann versuchen, mit einem Nahkampfangriff auszuschalten, müssen wir mal gucken. Ah ja, da kommen die nächsten raus, okay. Ja, ja, nee. Oh, klappt so nicht. Gut. Scheiße hier. Naja, das ist schon nicht ganz ohne hier, muss ich mal zugeben. Jetzt haben wir natürlich die beiden hier am Hals. Okay, aber wir sind ja jetzt dahin geschlichen, jetzt können wir auch mit dem wieder zurückschleichen, mit Hayato.
Dann warten wir einfach mal, bis der wegguckt. Rennen dürfen wir ja nicht. Move like water. Ja. Gut. I'm going in. Super. Gut. Dann speichern wir das Ganze nochmal. Dann nehmen wir uns Yuki. Das kleine Mädchen. Und dann können wir doch. Okay, die sind also hier. Das heißt, wir legen hier die Falle hin. Wir speichern das Ganze und dann nehmen wir Hayato und unsere Shuriken. Und dann werden wir einfach den zweiten, bevor der Alarm... Oh, ein Vogel. Bevor der Alarm schlagen kann, werden wir den einfach... I never miss. Na, geht doch, Mädels. Sehr schön. So gefällt mir das. Nimmst du den auf, ziehst den da rein und dann legst du den da rein. Super. Okay, und weil wir es können, werden wir dann jetzt hier einfach auch noch den anderen erledigen. Quiet. I'm going here. Gehst du da hin? Dann geht der uns nämlich nicht auf den Sack. Und dann kriegen wir wahrscheinlich dann noch ein schönes Abzeichen am Ende. No noise. So. Sake. Oh, so exciting. Dann kümmern wir uns hier um die letzte Etappe gleich. Jetzt geht der da pennen, ey. Hier ist noch eine Wache. Ich hoffe, der wird nicht schief von meinem. Ready. Alter, haben die so eine krasse Reichweite, die Viecher? Alter Schwede. Cutting wind. This is mine. I'm going in. So, sehr schön. Gut, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir jetzt also 5 Offiziere down. Und das hier ist der 6. So. Die Frage aller Fragen ist, um die beiden brauchen wir uns ja nicht kümmern. Was wir machen müssen, ist den hier ausschalten. Den können wir aber nur ausschalten, wenn er außer der Reichweite von dem ist. Den könnten wir notfalls noch mit einem Stein ablenken. Oder beziehungsweise die beiden könnten wir notfalls noch mit einem Stein ablenken. So, die Frage ist, können wir... Warte mal, gib mal hier. Wie weit kannst du denn gucken? Das heißt, wir müssten hier also eine Falle hinstellen. Ja, aber den können wir nicht anlocken. Kannst du da reingehen? Nee, da ist eine unsichtbare Mauer. Okay. Ja, das bringt uns dann auch nichts. Gut, also mit der Falle können wir auch nicht arbeiten. Wenn die sich unterhalten, habe ich dann hätte ich, glaube ich, ein ganz, ganz kleines Zeitfenster. Skill over numbers. Um den zu töten. Wir probieren es aus. Move like water. Ohne dass er das sieht. Okay. So, dann sind wir hier im Buschibusch. What are you looking at? Was gibt's da zu glotzen? Was ist denn das eigentlich? Keiner weiß es. Gut. Schlückchen Siegerkaffee hier. Ja. Dann haben wir ein ganz kleines Zeitfenster haben wir da. Ihr seht's also. Gut. Okay, dann haben wir jetzt also den Schwachpunkt ausgemacht. Das heißt, ich muss ihn in der Zeit also töten und dann ganz, ganz schnell hier in diesen kleinen Busch bringen. Ja. Das heißt, er wird dann natürlich misstrauisch werden, weil er nicht mehr dasteht. So, jetzt macht er gleich wieder seinen Spruch hier. Wenn er hochläuft, speichern wir nochmal. Und dann wollen wir das Zeitfenster mal abpassen. Okay. So, jetzt tap, 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 tap. Tap, tap. Got it. How much longer must we wait? This place makes me nervous. Nein. Okay, das wird anscheinend nix. Was ist denn, wenn wir die mit dem... Ja, die können wir auch nicht mit dem Stein ablenken. Das ist zu...
Wartet mal. Was ist? Wir müssen ein bisschen Risiko eingehen hier. Got it. Much longer must we wait. This place makes me nervous. Hey. Oh. Ja, ja, ja. Okay, mal gucken, was er jetzt macht hier. Er wird jetzt wahrscheinlich ganz, ganz aufgeregt sein. Und würde er uns finden? Würde er uns finden? Das ist die Frage. Also die können ja dann auch irgendwie in die Büsche gucken. I'm going in. No noise. Das heißt, hier schnell weg. Ja. Quiet. Okay. Er hat ein dickes Fragezeichen auf dem Head. Okay, dann hätten wir da gar nicht weggehen müssen. Super. Ja, haben wir es geschafft. Knapp, aber knapp. Gut. Jetzt müssen wir mit beiden dahin, oder was? Ja, der Rest ist ja Kindergeburtstag hier. Okay. Ja, schade. Die KI ein bisschen ausbaufähig, meines Erachtens. Ah, da habe ich mir ein bisschen mehr versprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, jetzt könnten wir denn da hinten hinschleichen. Oh. Obwohl, wir können auch im Schatten der Statue. No use waiting. Das ist doch gut. Wenn der hier ist und dann umfällt, dann verdeckt also die Statue sein Umfallen und. Und Mr. Miyagi-san da oben wird also nicht aufmerksam werden auf uns. Oder wird es nicht sehen. Gut, das hier. So. Shurikenjutsu. Also die Reichweite der Shuriken ist schon ganz schön extrem, finde ich. Aber naja, gut. Und zwar genau I never miss. Jetzt. Ah! Beim Busch. Er sieht ihn nicht. I'll take den that. Auch nicht. Das heißt, du nimmst den hier auf. Gehst hier im Schatten der Statue, im Sichtschutz der Statue, bringst du den Offizier hier runter. Sehr Move schön. Like water. Alles klar. Platzierst ihn da und dann kannst du auch einfach denn. I'm going in. So, ich speichere nochmal. Dann kannst du hier auch einfach hier hin marschieren. So, ihr beide müsstet ja eigentlich. Move like water. Mal gucken, was denn ausgelöst. Also ihr beide müsstet ja dann eigentlich auch nichts sehen. Das heißt, du gehst hier hin. Keep your head down. Okay. Hi, Sensei. Forward men for the Shogun! I took the wagons with little resistance. Your skills are as sharp as ever. Got to admit, I had a little assistance. Ah yes, I saw your companion. What do you think of her? She's a bit wild maybe, but she has talent. Either that or I'm getting careless. How did she sneak up on me? What was that, Hayato-san? Nothing, nothing. See you at the safe house, right? What is your name, young woman? Yuki, Master Samurai. A fine name. I am Oshiro Mugen. No need to be afraid. Are you a friend of Hayato-san? I like to think so, though he might not see it that way. Master Samurai, can I stay with you two? Just for a while. I was wondering what to do with you. Hayato-san certainly seemed impressed. Still, to put a child in such danger. Please. I want him to be my sensei. He's got tricks that I can learn from no one else. I will consider it. Ja, das war's. Missionserfolg. Ärger auf dem Nakasendo. Ja, töte. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 48 Minuten haben wir gebraucht. Cool. Töte zwei Menschen mit einem großen Stein. Schließe die Mission auf Hardcore ab. Haben wir gemacht.
Speedrun, schließe die Mission in unter 5:30 ab. Heieiei. Provoziere einen Rind und töte damit drei Menschen. Toll. Töte keine Zivilisten. Naja, geh nicht ins Wasser. Super. Naja, gut. Ja, die Mission war doch eigentlich, das lief doch eigentlich ganz gut. Wir haben also unsere Yuki bekommen, ein kleines Mädchen. Ja, so ein bisschen in Anlehnung auch an Desperados. Da kriegt man ja auch ziemlich zum Ende der Kampagne auch noch so eine kleine, so ein kleines asiatisches Mädchen. Ich weiß jetzt, ich komme gerade nicht auf den Namen, peinlich. Naja, könnt ihr auch in meinem Desperados Let's Play verfolgen. Ich bedanke mich ganz artig fürs Zusehen. Diesmal ging es ein bisschen schneller und dann sehen wir uns in der dritten Mission wieder, wenn es dann heißt Konnichiwa in Japan und für den Shogun Mission abschließen. Ciao.